Moin, was geht? Aichun hier und willkommen zu einem weiteren Azulane Update Video. Und heute schauen wir uns an, was für ein Update wir momentan haben. Es war ein bisschen länger draußen, aber ja, wir gucken rein. Und das ist eigentlich zu wenig. Ich gucke einfach ein bisschen hier, da für vielleicht ein paar neue Züge, denn ich arbeite an einer. Momentan nicht, aber vielleicht in Zukunft wird es eine relativ große Map und auch lange Strecke. Juppie. Und es wird wahrscheinlich nie so genau aussehen, aber ich möchte versuchen, die. Genau weiß ich es nicht, aber ich möchte versuchen, die. Ich glaube, die Tokaido-Strecke nachzubauen. Teilweise, also. Nee, wirklich nicht exakt. Gut, Musik weg. Wir haben jetzt Azulane Musik und ich würde sagen, legen wir los. Wir können hier schon sehen, da ist ein Schiff, da ist ein Schiff, da ist noch ein Schiff. Und ich kann euch tatsächlich gleich zeigen, welches Schiff wer ist. Locking successful. Das ganze Spiel ist auf Englisch, aber ich glaube, das sollte jeder wissen. Okay, hier kann man schon sehen. Patch Note und Lilalu. New Events between diese Uhrzeit, diese Datum. Und so weiter und so fort. Man kann wieder Schiffe und sonst so Zeug sammeln bekommen, Geschenke bekommen, verdienen. Ja. Das ist. Immer auf Level gestellt ist. Mensch. Wie immer sei, ich kann euch die drei Schiffe vom Start, vom Anfang kann ich euch schnell zeigen, denn zufälligerweise habe ich sie. Und hier sieht man schon ein Schiff, das ich ein paar Mal bekommen habe. So, jetzt gehen wir hier. Das ist das ganze Schiff. Oder das Schiff in Anime-Charakter. Was auch immer, etc. Das ist das KMS-Flugzeugträger Weser. Und wenn ich nicht komplett dumm bin, gibt es das Schiff auch in World of Warships. Ja. Schon ziemlich cool da, ne? Zum einen da die Kanonen, das sieht schon sehr cool aus, muss ich zugeben. Da ist noch so ein Viech oder so, ich weiß nicht, wie man den sagt, Bots. Also es sieht schon sehr geil aus. Das heißt aber nicht, dass ich das Schiff gefühlte 2000 Mal haben möchte. Sorry. Ja. Natürlich möchte ich das Schiff 6 Mal haben, oder? Ja, ich meine, wieso nicht? Wisst ihr, das Problem ist natürlich nicht unbedingt, dass ich das Schiff halt so viele Male habe. Was mich stört, ist einfach, dass ich anstelle die anderen Schiffe fast nur das bekommen habe. Also, ja, ich hatte Glück, dass ich jetzt da noch zwei weitere Schiffe bekommen habe. Also, hätte mir fast die Haare ausgerissen. Hätte ich die anderen, wenigstens nicht mal ein anderes Schiff bekommen. Das ist das nächste Schiff. Ja, das ist das nächste Schiff, das ich bekommen habe, die KMS Prinz Heinrich. Das ist tatsächlich auch ein Schiff, das ich haben wollte, aus einem interessanten Grund, nämlich weil es auch Prinz ist. Wie mein geliebtes Schiff Prinz Eugen. Ja. Ob das Schiff stark ist oder nicht, das. Bin ganz ehrlich, das juckt mich kein bisschen. Ich spiele das Spiel nur, um diese Schiffe zu bekommen. Ansonsten
bin ich nicht interessiert, meine Schiffe so stark wie möglich zu haben, aber für manche Hardcore-Player ist das natürlich wichtig. Oder für die, die die Geschichte folgen oder was auch immer. Für mich gilt einfach, so viele Schiffe wie möglich einsammeln. Und das zweite Schiff ist auch ziemlich interessant. Und ich habe auch ein bisschen darüber gelesen. Und da ist auch was Interessantes dabei rausgekommen. Hier. Ja, das war ein relativ kurzer Text. Das ist das Schiff KMS Peterstrasser. Und wie gesagt, ich habe im Internet etwas darüber gelesen. Und es ist irgendwie, soweit ich verstanden habe, wurde das Schiff gebaut. Und so mitten im Bau dieses Schiffes ist dann blöderweise halt der Zweite Weltkrieg losgegangen, weswegen die Bauarbeiten gestoppt wurden. Und das Schiff wurde, glaube sogar, auch parallel zum Flugzeugträger KMS Graf Zeppelin gebaut. Ja, doch schon. Aber da das Schiff halt nicht fertig gebaut wurde, und was danach passierte, weiß ich auch nicht so. Aber da das Schiff offenbar nicht fertig gebaut wurde, hat das Schiff offiziell eigentlich keinen Namen. Das sind tatsächlich einfach Namen, die möglich gewesen wären, dass das Schiff die bekommen hätte. Also es gäbe noch andere Namen, aber sicher war man sich dann halt doch nicht am Ende. Ja. Und ich bin mir sicher, würde ich noch ein paar andere Schiffe im Internet suchen, würde ich wahrscheinlich auch ziemlich interessante Sachen darüber herausfinden. Das könnt ihr auch machen, wenn ihr Lust habt. Ich meine, Schiffe zu sammeln oder die Schiffe hier, wie ich schon so schön sage, Max Out zu machen, dass sie mega stark sind. Ja. Das ist halt auch, das ist so eine Sache. Aber man kann halt auch ein bisschen die Geschichte des Schiffes erfahren, was ich ehrlich gesagt auch interessant finde. Zum Beispiel in World of Warships kann man sogar nachgucken. Also ob das jetzt genau stimmt, das ist auch so eine Sache. Aber da steht jedenfalls, wie viel mal ein Schiff gebaut wurde. Zum Beispiel die IJN Kawachi der japanischen Nation, die wurde auch ein paar Mal gebaut. Oder die I. 時の流れとともに時計の針を進めていく人の発想面白いと思わない? Jedenfalls steht dort halt auch zum Beispiel die IJN Kongu. Das Schiff wurde so viel mal gebaut. Das Schiff wurde dann in Dienst gestellt und so weiter und so fort. Also, solche Spiele sind nicht einfach brutale, gewaltsame Spiele, sondern je nachdem, wie man es nimmt, Spiele, wo man was lernt oder auch einfach ein sehr gutes Simulationsspiel. Ob es jetzt bessere gibt, vielleicht, ich weiß nicht. Aber wie es so schön ist, gibt es Spiele nicht in allen Ländern, sondern ja, die Leute lieben es ja, dass man für manche Spiele doch ins Ausland gehen muss, weil es das im eigenen Land einfach nicht gibt. Außer man hat verdammt viel Glück und sie verkaufen das in einem Gebrauchtladen. Ja. Aber die Chancen stehen jedenfalls, wo ich bin, ziemlich gering. Und ja, das sind halt eigentlich alle Schiffe, die ich bekommen habe vom Event. Es gäbe natürlich noch Nürnberg, genau. Und noch dieses Schiff, das ist eigentlich ein U-Boot, nämlich KMS U37. Alle schön im Rot-Style, aber ich glaube, die zwei besten Schiffe würde ich jetzt annehmen, habe ich. Und das ist ein U-Boot, also. Ja, ich würde schon annehmen. Ja gut, und da gibt es natürlich noch da dieses
Event. Falsch. Sorry, das. Genau. Da kann man Battles machen und solche, was auch immer das sein sollen, kollektieren. Und dann kann man dazu Exchange, also glaube, das heißt auswechseln oder so. Und dann kann man sich da dieses U-Boot holen. KMS U37. Ja, das hole ich mir bald. Aber zuerst habe ich noch eine andere Sache, die ich erledigen will. Natürlich gibt es auch noch so schöne, sehr schöne Skins, die man leider nur für sehr, sehr viel Gems kaufen kann. Zum Beispiel das für KMS Odin. Das sieht wirklich verdammt gut aus. Das muss ich zugeben. Es sieht wirklich sehr. Oder Belfast. Guck mir das an. Also ist klar, das ist jetzt vielleicht nicht Picasso oder Da Vinci und so Sachen. Obwohl, Da Vinci, der hat doch nicht gemalt. Wie dem auch sei, es sind natürlich nicht so Kunstwerke, aber man muss zugeben, es sieht halt immer wieder. Oh mein Gott, diese Katze! Nein, wo ist die Katze? Ja, also schon schön gemacht. Happy New Year 2020, Azur Lane. Ja, wie gesagt, das Event hat am 2020/12/29 gestartet und endet am 13. Januar 2021. Und dann auch da habe ich schon gezeigt, dann halt das, wo man das limitierte Schiff Z24 bekommen kann, indem man diese, was auch immer das sein soll, kollektiert. Und dann kann man sich dieses Schiff holen. KMS Z24, ein Zerstörerschiff der deutschen Nation. Ja. Dann noch das. Hier kann man sich ein weiteres Schiff holen, nämlich KMS Z28. Ebenfalls ein Zerstörerschiff der deutschen Nation. Sieht irgendwie süß aus. Dann noch das, New Year's Invasion. Einladung, genau. Sorry, mein Englisch ist ein bisschen eingerostet. Ich habe das ehrlich gesagt selber nicht mal gelesen. So, man muss. Ja, und am Ende bekommt man noch so etwas und dann kann man sich eines dieser Schiffe aussuchen. Da hinten sollte wahrscheinlich HMS Hood sein, aber irgendwie ist die komplett verdeckt. Das ist sehr geil. Das ist wie die letzten zwei Male, da gab es eine Sommereinladung. Und da kann man sich dann halt irgendwie gratis so ein Schiff aussuchen. Bei mir ist ein bisschen das Problem, dass es wahrscheinlich für die Neuen oder für die Anfänger wahrscheinlich echt geil. Bin mir gar nicht mehr so sicher, wie man das nochmal macht. Ich habe, glaube ich, noch die anderen. Bin mir echt nicht sicher. Da, genau, da. Da konnte man sich eines dieser Schiffe auswählen. Es sind schon ein paar. Also, das ist alphabetisch genummert. Das finde ich auch ziemlich geil. Also, wir hätten einmal Atago. Ein recht gutes Schiff. SR. Kann man sich definitiv gönnen. Ja, das ist IJN Atago, ein Schwerkreuzer der japanischen Nation. Dann HMS Belfast, ebenfalls ein Schwerkreuzer der britischen Nation. Auch ein ziemlich gutes Schiff, also schwierig zwischen Atago und Belfast.
Dann wieder so ein Schiff von der gleichen Nation. HMS Illustrious, ein britisches Flugzeugträger. Ebenfalls SR, also ich glaube, alle Schiffe hier sind SR, soweit ich. Ja, alle Schiffe sind SR-Schiffe, also mehr geht eigentlich fast nicht. Es gäbe natürlich noch Ultra-Dinge oder was auch immer, aber die bekommt man anders. Sie ist auch nicht schlecht. Dann gibt es noch HMS Hood, ebenfalls britische Nation. Und wenn man es richtig macht, ist sie auch ein ziemlich starkes Schiff. Dann kommen wir zu eigentlich sogar meinem liebsten Schiff, fast. Es war mein erstes SR-Schiff und es ist auch jetzt mein stärkstes Schiff. USS Enterprise CW6. Das stärkste amerikanische Flugzeugträgerschiff der Welt. Ja. Deswegen, also im Spiel ist es nicht gerade das Stärkste, aber bin mir sicher, für Anfänger und so und vielleicht auch Amateure, kann ja sein, ist dieses Schiff wirklich gut. Und wenn man es verbessert und gute Teile einbaut und alles, das Schiff ist dann doch ziemlich gefährlich für die anderen Gegner. USS Enterprise kann man sich mal gönnen, wenn man keine guten Flugzeugträger hat hinten oder so. Dann das nächste Schiff. IGN, ja, IJN, Shokaku, ein Flugzeugträger der japanischen Nation. Auch nicht schlecht. Aber dieses Schiff wird erst richtig stark, wenn es zusammen mit dem nächsten Schiff ist, wenn man es zusammen in einer Flotte reintut, nämlich mit IGN Tsukiku, ebenfalls ein gar nicht mal so schlechtes Schiff. Und beide zusammen geben, glaube ich, noch so einen Bonus und sind noch ein bisschen stärker und so weiter und so fort. Also ein bisschen schwierig. Also ich würde sagen, wenn ihr eins von beiden Schiffen vermisst, würde ich wahrscheinlich empfehlen, das andere zu holen. So bekommt man einen schönen Bonus und ich meine, die zwei Schiffe zusammen ist wahrscheinlich wunderbar, wie im Anime. Gut, und wie gesagt, IGN Tsukiku auch nicht schlecht, alles SR-Schiffe. Das nächste Schiff ist auch ziemlich interessant, auch ein ziemlich relativ starkes Schiff. Wir haben hier, oh, jetzt muss ich überlegen, ich glaube, das ist auch HMS Prince of Wales. Ich glaube, das Schiff hat sogar den längsten Namen, wenn mich nicht alles täuscht. Ein britisches Schiff. Ja. Auch nicht schlecht, auch nicht schlecht. Und dann zuletzt HMS Warspite, ebenfalls ein britisches Schiff und auch nicht von schlechten Eltern. Dieses Schiff kann man auch retrofit. Die Übersetzung weiß ich jetzt nicht genau, aber das heißt, das Schiff kann einfach noch ein ganzes Stück stärker werden. Also das Schiff ist wahrscheinlich keine allzu schlechte Wahl. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Und dann haben wir noch das zweite. Ich glaube, das ist fast genau gleich. Ah nein. Okay, jetzt ein bisschen schneller. Jetzt haben wir Belfast, Second Anniversary. Das war auch im Sommer tatsächlich, einfach by the way. Wir haben hier Belfast, Warspite, Hood, Enterprise, Illustrious, Prince of Wales, Atago, jemand Neues, Washington. USS Washington und glaube auch USS North Carolina. Wie gut die Schiffe sind, weiß ich jetzt tatsächlich nicht so genau. Aber es sind ebenfalls zwei SR-Schiffe. Ich finde es geil, wie hier alphabetisch nichts korrekt ist. Das finde ich super geil. Ansonsten geht es wahrscheinlich halt noch das Event, noch all die anderen Sachen, Skins. Da New Skins könnt ihr Screenshot machen, Klick, und dann könnt ihr euch das in Ruhe lesen. Rerun Skin sind, glaube ich, sogar Skins, die einfach wieder verfügbar sind, weil sie normalerweise nicht verfügbar sind.
Dann noch New Items in Shop, Gear und da 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 da. Nee. Ja. New Memory, Monthly Update, CV Updates, Peter Strasburg und da da da. Skins, EX, Tschüss, System Optimation, Operation Siren, oh, so weiter und so fort. Das ist wirklich ziemlich viel Zeug, das hier ist ja Update eigentlich. Und hier stimmt noch Skins, nein, das. Ja, hier einmal das für Peter Strasburg. Jean Bart. Keine Ahnung, wie man diesen Namen ausspricht. Richelieu. Nevermind, Alter. Odin. Mein Lieblingsname. Tirpitz. Belfast, Georgia. Suzuki. Oh mein Gott, Alter, dieser Name, sorry, aber das kann es keiner anbieten. Prinz Heinrich. 37. Champagne, Brust, Kasumi, Ark Royal, Nürnberg, Weser, das ist auch so ein super Name, Z24, Haruna, Biloxi, ja wie gesagt, das sind super Namen. Asashio. Viele S. Nein. Z28. 110. Erinnert tatsächlich stark an Gargura. So eine YouTuberin auf YouTube. Sie ist ziemlich bekannt. Die hat mega schnell 1 Million Abonnenten gemacht. Also krass. Ist sogar auf meinem. Ihr Kanal ist auf meinem Kanal verlinkt, irgendwo da unten, wenn ihr auf meinem Kanal geht. Und dann glaube ich, das sind die, die nochmal kommen. Noshiro. Oder? Ja, richtig. Suruga. Friedrich der Große. Müsste es nicht heißen Friedrich die Große? Ja, das ist natürlich super, wenn man nur weibliche Anime-Charaktere designen will für diese Schiffe. Und was ich meine, ja. Oh Gott, Ryu Ho. Ich glaube, ich mache einen Sprachunterricht, ich habe echt Probleme. Ja gut, das sind japanische und was auch immer Namen. Hibiki. Einfacher Name. Unicorn! Gandare! Z35. Ja, also, ich muss das doch gar nicht alles zeigen, Mensch. Mensch Gott. Ja, wie gesagt, das ist ein ganz kleiner Einblick. Also ich bin mir sicher, es gibt andere Leute, die können das besser, aber das ist so ein kleiner Einblick von das neue Update für Azurain. Ja. Und es gibt wahrscheinlich noch ein paar andere Sachen, die ich noch nicht gezeigt habe, etc. Aber ich würde sagen, das war's eigentlich fürs Video. Ich danke euch vielmals fürs Zugucken, wenn ihr bis jetzt geguckt habt und und dann
würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Und nicht vergessen, meine lieben Leute, meine Freunde, bitte, 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 bitte tragt die Maske richtig über Nase. Denn wenn ihr wollt, dass wir keine Maske mehr haben, müssen wir sie jetzt richtig anhaben. Denn ich habe auch keinen Bock, so Zug zu fahren. Es ist so nervig. Es muss in Lade gehen, muss kaufen, keine Maske. Muss schnell etwas holen auf die Post, Maske. Muss schnell durch mit dem Zug in die Stadt, Maske. Restaurants und so sind teilweise auch geschlossen. Also ja, tragt die verdammten Masken richtig, mein Gott. Aber ja, es gibt natürlich diese Leute mit IQ 200 und die meinen, nö, wir brauchen keine Maske. Wieder mal sei, danke fürs Zugucken, schon wieder. Und bis zum nächsten www.video. Ciao, ciao.